Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir mit dem Erkunden wieder weitergemacht. Und einige Fragezeichen gemacht. Sowie die zwei Schreine. Den Blutschrein und den Nebelschrein, glaube ich. Was Anspielungen an andere Games waren. Der Blutschrein war zufälligerweise eine Anspielung an Ghost. Nicht an Ghost, bin ich bescheuert. Eine Anspielung an Demon Slayer. Bin ich bescheuert. Bloodborne. Sorry, ich bin gerade ein bisschen hohl in der Birne. Und jetzt machen wir mit den Fragezeichen weiter, weil die können wir heute vielleicht beenden. Wenn ich mich gut anstelle. Dann können wir nächste Folge das Let's Play beenden. So, worüber sinnieren wir eigentlich gerade? Frühling bringt Leben. Ich habe wahrscheinlich das Falsche. Frühling bringt Leben. Gebrochen von starrem Fels. Er trägt jede Last. So, was haben wir hier? Erinnerung an Verständnis. Dann gucken wir mal rein. Diese Schlucht. Mein Vater starb nicht weit von hier. Ihr betrügt. Ich weiß nicht wie, doch ich bin überzeugt davon. Ihr schuldet mir 20 Mon. Kommt, zurück ins Lager. Okay. Ich lernte, Schwindlern gegenüber gibt es keine Ehrenschulden. Ich lernte, sich einem überlegenen Gegner geschlagen zu geben, ist keine Schande. Vor unserem nächsten Wettstreit will ich eure Pfeile sehen. Ihr bringt das Geld mit und ich die Pfeile. Eine letzte Schlacht. Ein finaler Kampf. Danach bereiten wir die Abreise von dieser stinkenden Insel vor. Entschuldigt mich. Ich muss mit meinem Vater sprechen. Natürlich. Sollen Fürst Shimuras Statthalter die Steuern kassieren und die Felder düngen? Vater, auf ein Wort? Ja, begleite mich. Was gibt es? Nach diesem Feldzug wollt ihr nicht bleiben und Ikki unter eure Kontrolle bringen? Das ist nichts für mich. Omi und das Schlachtfeld sind meine Heimat. Und du? Würdest du bleiben und hier herrschen? Das dachte ich. Doch nach allem, was wir erlebt haben, ich fühle mich im Kampf lebendiger als je zuvor. Du bist ein Sakai. Was meint ihr? Lass die Shimuras dieser Welt Buch führen und Konzile abhalten. Wir sind die Blitze inmitten des Sturms. Die Lawine, die den Berg erzittern lässt. Das ist der Sakai-Clan. Ich verstehe, Vater. Ich hielt dich für verweichlicht, untauglich. Unsere gemeinsame Zeit hier hat Fürst Sakai! Verzeiht die Störung. Die Späher bringen dringliche Neuigkeiten. Ja, einen Moment. Ich muss gehen. Mach dich bereit. Folge mir heute. Alles wird gut. Wie wir wissen, ist nicht alles gut ausgegangen. Was wolltet ihr sagen, Vater? Über unsere gemeinsame Zeit? Ich konnte nur raten. Doch ich werde es nie wissen.
Etwas beschäftigt mich noch immer. Am letzten Tag von Vaters Feldzug auf Iki. Ich sollte zu dem Strand unserer Abreise gehen. Das haben wir doch schon gemacht. Ach, das haben wir abgeschlossen. Das ist aber noch nicht. Was? Das haben wir noch nicht komplett abgeschlossen, wie es ausschaut. Nee, wir bleiben noch hier. Wir müssen nämlich noch den Kack hier machen. Das dürfte nämlich, glaube ich, ein Schrein sein. Und das ist der letzte, der einzige, der noch existiert. Dann haben wir alle. Das heißt, er hangelte sich aufs Schiff. Wir müssen hier runter. Ja. Geil. Wo starten wir? Perfekt. So. Wir müssen hier hin dann. Was ist das für ein Schrein, frage ich mich. Insel Nakajima. Ich habe letzte Folge über den Nachgänger von Ghost of Tsushima geredet. Ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll. Ich werde mich auf jeden Fall weiterhin informieren und freue mich, wenn er rauskommt. Weil dann haben wir wieder ein Game, was ich richtig geil wahrscheinlich gerne zocken möchte. Wie man sieht, habe ich jetzt alles auf der Karte gemacht. Ich habe zwar nicht alle. Ich habe Platin geholt beim Hauptgame. Ich habe die Erweiterung, die Insel-Iki-Erweiterung gespielt. Wir haben uns den Legenden-Modus einmal angeguckt. Also haben wir eigentlich alles gemacht, was man in dem Game machen kann. So. Mal schauen, wie der Nachgänger aufgebaut ist. Ich hoffe, auch so geil wie hier. Dann habe ich hier gerade ein Schwertkit gefunden. Irgendwie hier rüben auf die. Jetzt. Na, ja, ist schon der richtige Weg.
Sir. Hopp. Hier lang müssen wir. So, hier. Ich glaube, wir haben es jetzt. So, haben wir hier eine kleine Kiste. So. Wir haben's. Komm schon. Ja. Bitte. Ach, grad schon, ich hab's verkackt, aber es war richtig. Schieße alle Haiku, Onsen, Shito-Schreine und Bambusstämme auf Iki ab. Wir haben das hier erledigt. Dann geht's weiter. Wo haben wir denn? Hier haben wir eins. Wir haben noch, glaube ich, drei Stück, oder? Eins, zwei, drei. Hier. Und die eine Sache, die wir noch haben, ja. Immer da lang. So. Was haben wir hier drüben? Ascheschrein. Ja, im Herbst trägt ein Baum Frucht von Samen zu Setzlingen. Ein Fremder und Sohn Ehre des Vaters Kampf zeigt die Kraft deiner Klinge. Okay, der spielt auf God of War an. Okay, aber ich glaube, da muss ich echt... Hä? Zeig des Sohnes Klinge. Oder muss ich hier tatsächlich...
Muss ich das hier machen? Ich habe jetzt schon nachgeguckt, ne? Ich habe einfach... Also ich habe richtig gedacht mit der Rüstung. Aber ich hätte da tatsächlich... ja, auf dem Touchpad wischen müssen, anstatt das Schwert zu schwingen. Helm des Krieges. Spartaner. Geist von Sparta. Als ob wir echt einfach eine God of War-Anlehnung hier drin haben. Gehen wir mal wieder auf die Geistrüstung zurück. Auch wenn die... richtig lustig aussieht, ne? Und dann müssen wir hier hinter 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 haben wir noch. Das machen wir heute alles noch. Müssen wir aber nach unten hier jetzt. So, was ist das für ein Ding? Ach, Kacke, ich muss hier echt nach unten. Ist der Ort hier unten tatsächlich, der Startpunkt hier unten tatsächlich doch besser gewesen? Naja. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Perfekt. Ich sollte nicht das gleiche Lied spielen wie zuvor, sondern etwas Wildes, wie diese Katzen. Alter, Jin, was spielst du da gerade? Ich habe das Lied zerbrochen und etwas Neues daraus gemacht. Wie als meine Mutter mir beibrachte, Tee zu trinken. Jeden Schritt.
und dann die Tassen zu Boden fallen ließ. Und dann tranken wir noch einmal Tee, ohne Tassen. Sie sagte, es reicht nicht, die Regeln zu kennen. Denn erst wenn man sie bricht, versteht man, welchen Sinn sie haben. Okay, was haben wir hier? So. Moment, in die andere Richtung. Dann gerade weiter in die andere Richtung. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich schätze, dass es halt jetzt noch die Heiligtümer sind, die wir hier machen. Oder ein Leuchtturm. Wir reiten gerade auf einen Leuchtturm zu. Das heißt, das andere wird ein Heiligtum sein, hm? Tatsächlich der Leuchtturm. So, wir haben's. Zünden wir das Feuer an. Und gehen hier rüber. Das letzte Ding, was wir heute machen. Und nächste Folge beenden wir das Game. So. Das müsste, glaube ich, ein Hirschheiligtum sein, oder? Meine Mutter würde diesen Ort lieben. Und die Rehe. Meine ich, ein Rehheiligtum. Ich spiele ein letztes Lied. Für sie. Vater, meine Mutter hinaus, um bei den Rehen zu sitzen. Und ich spielte dieses Lied. Es war in Rohform und es brach die Regeln. Aber ich hatte es geschrieben. Sie öffnete die Augen und lächelte mich an. Ich wollte ihr alles sagen, was ich nur sagen konnte. Aber sie wusste es.
Sie sagte, nicht alle Worte müssen gesagt werden.